Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Und in diesem Video schauen wir uns die aktuelle Team of the Week Upgrade SBC an. Das heißt, ich zeige euch einmal die günstigste Lösung und anschließend werden wir natürlich das Pack öffnen. Ihr bezahlt circa 16 bis 18.000 Coins, wenn ihr sie 1:1 nachkaufen wollt. Und ansonsten sei noch gesagt, das Pack ist untauschbar. Ja, da hat EA einfach keinen Bock mehr drauf, das tauschbar zu machen. Das war ja noch bei FIFA 20 so der Fall, dass wir zu Black Friday, glaube ich, hatten wir eine tauschbare Team of the Week Upgrade SPC. Und ja, jetzt zu Black Friday hatten wir schon keine und jetzt bekommen wir auch keine. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass wir noch eine bekommen werden. Schade eigentlich, aber ja, EA wird dafür seine Gründe haben, dass wir ja auch beliebig oft wiederholbar die Untauschbare machen können. Wir können es ja nicht wieder rückgängig machen und zu Coins. Ja, ist schade, aber ist halt leider so. Aber trotzdem werden wir sie einmal abschließen und wir schauen uns das Ganze mal an. Wir haben folgende Bedingungen. Wir benötigen genau 11 Spieler, eine Teamgesamtbewertung von 83 und eine Teamchemie von 30. Wie gesagt, so circa 16 bis 18.000 Coins müssen wir dafür hinblättern. Aber wenn ihr ein paar Spieler aus dem Verein habt, sollte das auch kein Problem sein. Macht sie einmal, macht sie auch vielleicht zwei oder dreimal, wenn ihr Bock drauf habt. Aber übertreibt es dann nicht, denn im Endeffekt gewinnt nur die Bank. Ja, gut. Das so viel dazu. Ihr könnt, wie gesagt, dieses Team auch 1:1 nachkaufen, wenn ihr das denn möchtet. Ihr könnt aber einfach mal gucken, was habe ich noch im Verein? Habe ich noch ein paar 83er, 82er? Ich würfel mir die dann so zurecht, dass dann auf jeden Fall eine Teamchemie von über 30 zusammenkommt. Ich hatte hier noch ein paar Untrades dabei und genau 5. Und wenn ihr dieses Team theoretisch 1:1 nachkaufen wollt, könnt ihr das tun. Also ihr benötigt dafür keine extra Loyalität und auch keinen Positionswechsel. Ich habe auch darauf geachtet, dass es Torhüter sind, weil die meistens günstiger sind. Zum Beispiel, wenn ich Innenverteidiger kaufen würde, dann wäre das eine Ecke teurer. Ich habe sowieso ein bisschen andere Preise auf dem Computer als hier auf den Konsolen. Ansonsten, wie gesagt, sollte das eine sehr, sehr günstige Lösung für euch sein. Okay, legen wir los. Let's go. Ja, da braucht ihr auch nicht unbedingt den blauen. Der goldene würde auch reichen. Ich hatte den im Verein. Und damit sollten wir diese SBC gelöst haben. Genau, da sind wir am Ende angekommen. Und wir geben das Ganze ab. Und ja, sind mal gespannt, was wir ziehen werden. Ja, also wenn man Bock hat, dann kann man es natürlich auch öfters mal ausprobieren. Ich habe jetzt genau 30 Packs. Und da muss ich mal gucken. Ich glaube, das reiht sich immer ganz hinten ein. Ansonsten machen wir noch was anderes auf. Aber ne, hier haben wir ihn. Garantiert ein Team of the Week Spieler. Wir könnten theoretisch einen Ronaldo und Messi und Mbappé ziehen. Aber natürlich auch sämtliche Bullshit-Karten, die wir zum Beispiel einfach nach dem Weekend League haben und unsere Player-Picks sind. Ja, aber egal. Gehen wir mal rein, schauen wir, was wir ziehen werden. Und ob es denn brauchbar ist. Auf jeden Fall kein Walkout. Das werden sicherlich sehr, sehr viele von euch haben. Ja, da ist ein Torhüter, den ich nicht zuordnen kann. Ich wüsste jetzt nicht den Namen. Und es ist ein 82er Vargas. Super. Ja, hat sich doch wieder mal richtig rentiert. Ja, wie ihr schon sehen könnt, ich kann ihn nicht verkaufen. Ich kann ihn aber mal vielleicht zukünftig in eine SBC verpacken. Und dann spare ich natürlich diese Kosten für so eine Karte. Und so eine Karte kostet dann auch mal ganz schnell. Ne, verkaufen kann ich es auch nicht. So circa, weiß nicht, 11.000, 10 bis 11.000 kriegt man dann wieder, beziehungsweise hat man dann gespart in der SBC, wenn man es nicht kaufen muss. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und ihr werdet hoffentlich was Besseres ziehen als meiner einer. Gerne in die Kommentare hinterlassen, was ihr gezogen habt. Vielleicht habt ihr ja was richtig Krasses gezogen. Verlinkt mich gerne auch bei Instagram, folgt mir da gerne, auch bei Twitter. Könnt ihr mich gerne verlinken und dann kriegt ihr auf jeden Fall einen Retweet oder
Wie nennt man das bei Instagram dann? Keine Ahnung, ist auch egal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, tut das gerne. Ist kostenfrei und dann verpasst ihr zukünftige SBCs nicht. Und in diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Tschüss.